Und wir kommen jetzt zu einer Frau, die ihr Leben den Primaten gewidmet hat. Sie rettet verwaiste Orang-Utan-Babys im Dschungel von Borneo. Herzlich willkommen, Dr. Signe Preuschow. Guten Abend. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, bevor die Sendung gestartet hat. In Hagenbecks Tierpark in Hamburg ist vor einem Monat und zwei Tagen, glaube ich, war es, ein Orang-Utan-Baby geboren worden. Nach 15 Jahren wieder eins, weil das eben ein seltenes Phänomen ist, wenn die auch in Gefangenschaft geboren werden. Freut Sie das grundsätzlich, auch wenn es die Gefangenschaft ist, dass hier für Nachwuchs gesorgt wird? Also man freut sich ja, glaube ich, immer über neues Leben. Und wenn man Orang-Utans kennt, dann freut man sich natürlich auch, wenn es einen mehr gibt. Aber natürlich ist das schon auch traurig zu wissen, dass so ein Orang-Utan nie so leben wird, wie Orang-Utans eigentlich leben wollen. Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen ein Wermutstropfen. Wie viele frei lebende Orang-Utans gibt es denn überhaupt noch auf der Welt? Mhm. Nur noch ein paar tausend. Also das ist vielleicht 50.000 oder so. Das ist furchtbar schwer zu schätzen. Und die leben nur auf Borneo und Sumatra noch. So ist es. Und früher in fast ganz Indonesien. Also die in der Erdgeschichte ist der Meeresspiegel immer mal wieder auf und ab gegangen. Und dieses geologische System heißt Sunda Shelf und das erstreckte sich bis rüber nach Vietnam, Laos und so weiter. Und es ist wirklich zu vermuten, gibt auch Fossilien, dass Orang-Utan-artige Affen bis zu den Vorbergen des Himalaya existiert haben. Aber das ist schon sehr lange her. Ja. Und jetzt sind gerade noch zwei Lebensräume übrig geblieben, die auch noch bedroht sind. Wie gesagt, Sumatra und Borneo. Ja. Wir sprechen gleich auch noch über und die nur Bedrohung. Zwei Nationen. Ja. Und wir gucken uns jetzt aber erstmal an, noch mal ganz kurz, wo Borneo überhaupt liegt, um uns ein Bild zu machen. Und dann schauen wir uns an, wie Ihre Arbeit dort aussieht, im Dschungel von Borneo. Sehr schöne Bilder, bitteschön. Wir dürfen vorstellen, Signe Preuschow bei der Arbeit. Sieht nicht nach Arbeit aus? Oh doch, das ist es. Pure Hingabe, Geduld und Hartnäckigkeit sind nötig und all das hat die gebürtige Schwäbin Dr. Signe Preuschow. Hier im indonesischen Wald auf der Insel Borneo leitet sie die sogenannte Vierpfoten-Orang-Utan-Waldschule. Und wer hier von wem lernt? Also die Primatologin sagt, hier würden nicht die Affen vermenschlicht, sondern die Erzieher verorang-utanisiert. Denn die sollen diesen kleinen, unbeholfenen Waisenäffchen dabei helfen, eigenständige, überlebensfähige Dschungelbewohner zu werden. Das ist komplex und dauert jahrelang. Wer hier von wem Lektionen lernt? Oh, es sieht aus, als gäbe es dafür beide Seiten viel zu entdecken. Affenkinder, die ohne ihre tierischen Mütter aufwachsen müssen, haben schlichtweg keine Chance. Lernen nicht, sich zu versorgen, zu klettern, sich zu verteidigen. All das übernehmen hier die Erzieher im Camp. Nicht Affenmutter sei sie, sondern Affenkindertherapeutin. Also das trifft sich wirklich gut für eine wilde 3-nach-9-Runde. Schön, dass Sie bei uns sind, Signe Preuschow. Wie viele Orang-Utan-Babys leben denn gerade bei Ihnen in dem Projekt? Also wir nennen Orang-Utan-Baby so lange Baby, bis es normalerweise entwöhnt würde. Und bei den Orang-Utans ist das mit 6 bis 7 Jahren. Oh, so lange. So gesehen haben wir jetzt 7. 7 quasi maximal 6-jährige Orang-Utans. Ja, und dann haben wir noch ein paar, die ein bisschen älter sind. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass Orang-Utan-Babys verwaisen, dass sie keine Eltern mehr haben? Ja, da sind wir natürlich als Menschen die Verursacher. Und das Hauptproblem für die Orang-Utans ist die Konkurrenz mit Menschen um Habitat. Also die Erschließung der Tropenwälder, das ist, glaube ich, auch in Deutschland inzwischen sehr bekannt. Zum einen für Palmölplantagen. Was bei uns in Ostborneo auch eine große Rolle spielt, ist es die Kohle, Kohletagebau. Und also wir haben, als ich angefangen habe, von dieser Thematik zu hören, das war so Ende der 90er Jahre, da haben wir gedacht, dass diese Holzdübel und Tropenholz-Klobrillen so den Orang-Utans den Gar ausmachen, weil die Wälder gefällt werden. Inzwischen sagen wir, dass die Orang-Utans, die in nachhaltig bewirtschafteten Holzeinschlagskonzessionen leben, eigentlich noch eine ganz gute Zukunftschance haben. Und in welchem Zustand kommen die Babys dann zu Ihnen oder die Kinder, die kleinen Kinder?
Ja, also wir werden normalerweise angerufen von den indonesischen Behörden, die die Konfiszierungen durchführen und sollen die dann übernehmen. Und die sind ganz unterschiedlich. Also manche von den Orang-Utans, die ich gesehen habe, die waren wirklich sehr traumatisiert. Wir hatten auch also ein kleines Mädchen, die ist mit 3 Jahren zu uns gekommen und die war eigentlich... Also ein Orang-Utan-Mädchen. Ja, also die sind halt als Menschenaffen, haben sind schon die verstanden, uns so ähnlich, dass man eigentlich, es ist absurd, von Jungen zu sprechen. Da hat jeder gleich so ein Katzenkind vor Augen, das die Augen nicht öffnen kann nach der Geburt. Aber ein Menschenaffen-Säugling, der ist eben ein Säugling, ja. Und ja, weil wir normalerweise bei Tieren ja immer von Männchen und Weibchen sprechen. Das ja, wir haben ein ganz paralleles Vokabular. Ja. Und das ist auch ganz interessant, wenn das dann in Nahrung verwandelt wird, also zumindest in englischer Sprache, dann gibt es französische Wörter dafür. Und wenn es noch das Tier ist, gibt es das englische Wort. Und also unsere Sprache macht da, suggeriert da in Einklang mit unserer Kultur, dass es zwischen Menschen und Tieren eine klare Grenze gibt. Aber wenn man natürlich viel mit Affen und mit Menschenaffen zu tun hat, dann ist das mehr so wie kulturvergleichende Studien. Also die Kontinuität, die wird täglich spürbar. Wie fühlt sich das denn an? Also im Gegensatz jetzt zu einem Menschenbaby, wenn man so ein Affenbaby, so wie Sie da bei diesem Foto auf dem Arm hat. Ja, der Unterschied ist, dass ein Menschenbaby nicht so zufasst. Also unsere Menschenbabys kommen zwar noch mit einem Klammerreflex auf die Welt, aber die haben nicht so viel Kraft und die werden diese Kraft auch nicht sofort trainieren. Und der große Unterschied am Körper ist, ein Menschenaffenkind hat ja auch Füße mit Händen und hält da auch fest. Also das ist körperlich anders. Ja, so ein Winzling von Orang-Utan, der packt einen anders an. Der ist nicht passiv. Und das muss ich auch den Tierpflegerinnen immer wieder sagen. Verwöhnt mir die Burschen nicht. Die müssen lernen, ihre Muskeln zu trainieren und sich festzuhalten. Und wenn wir die immer so stützen... Wie bei einem Kind? Ja. Wir haben ein Orang-Utan-Kind aufgenommen, der war mit 6 Monaten in eine menschliche Familie gekommen. Wir wissen nicht, was davor war. Und mit 8 Monaten zu uns. Der konnte sich nicht halten. Aber ein 8 Monate altes Orang-Utan-Kind, das mit seiner Mutter aufwächst, das kann sich schon festhalten, alleine während die im Baumwipfel klettert. Am Anfang können die das auch nicht und die Mütter, die machen dann den Körper so praktisch in so eine Hängematte oder halten noch mit einer Hand und klettern nur mit 3 Händen. Aber in dem Alter müsste der das eigentlich schon können. Und das beleuchtet schon diese faszinierende, aber auch gefährliche Ähnlichkeit und doch anders sein. Ja, Sie sagen ja auch, man darf die Menschenaffen, auch wenn sie sehr menschenähnlich sind, nicht vermenschlichen. Ja. Was heißt das in Ihrer konkreten Arbeit? Also das, man hat eigentlich, also solche Projekte, wie ich jetzt eins leite, die haben in den 60er Jahren, da gab es das erste derartige Projekt, und da wusste man eigentlich noch sehr, sehr wenig über Menschenaffen ins Allgemeine. Aber Orang-Utans sind erst seit den 70er Jahren im Freiland beobachtet worden. Und auf der einen Seite sagt man ja immer, man soll Tiere nicht so vermenschlichen, sondern man muss sie irgendwie so aus sich heraus jede Tierart verstehen. Also ich bin ja auch Biologin, das ist mir sozusagen eingeimpft worden. Und auf der anderen Seite ist man aber natürlich überwältigt von den Ähnlichkeiten. Und das sind nicht oberflächliche Ähnlichkeiten, sondern die sind zum großen Teil Ähnlichkeiten, die eben auf eine gemeinsame Stammesgeschichte zurückgehen. Wie lange ist ein Orang-Utan schwanger? 8 Monate, 8 bis 9 Monate. Ja, das ist eine Ähnlichkeit. Ja, wie lange bleiben die Kinder bei der Mama? Sie sagten gerade so bis 6, 7, aber manche dann werden sie entwöhnt. Ja. Aber richtig selbstständig sind sie ab 15. Mhm. Also es kommt eine lange Übergangsphase von der Pubertät bis zum richtigen Selbstständigwerden. Ich frage das, weil das halt auch so eine große Ähnlichkeit zu Menschenkindern absolut ist. Ne? Und das widerspiegelt auch, dass wir, also dass die Orang-Utan-Kinder wirklich sehr, sehr viel lernen müssen. Genau wie Menschen sind die rudimentär ausgestattet mit Instinkten. Mhm. Und da kommt dann die Frage, die Sie vorhin gestellt haben mit dem Vermenschlichen. Wenn wir die
zu sehr in unser eigenes Leben und unseren Lebensstil hineinholen, dann saugen die auf wie ein trockener Schwamm, was aus dieser Menschenumwelt kommt. Und die lernen dann also mit Messer und Gabel zu essen oder in Indonesien halt mit einem Löffel. Die trinken aus Tassen und die finden, dass der Wald vielleicht ein schöner Platz zum Picknicken ist, aber da sind scheußliche Spinnen. Mhm. Ja? Und das lernen. Selbst das können Sie adaptieren. Selbstverständlich. Okay. Also ich habe ein kleines Orang-Utan-Mädchen gesehen vor ein paar Monaten. Die hat an einem morschen, unsere Affen sind ja in der Waldschule, um das zu vermeiden. Und dann hat sie so einen morschen Ast aufgemacht und da waren so große Larven drin. Und das muss eigentlich ein Leckerbissen sein für Orang-Utans. Aber sie wächst halt unter Menschen auf. Und wir haben alle diese Larven angeguckt. Und dann hat sie angefangen, diese Larven irgendwie von sich zu schieben. Und da stößt man immer wieder an seine Grenzen. Da weiß man, eigentlich müsste ich jetzt so eine Larve essen. Und, ja, dabei und machen Sie das dann? Also bei der Larve habe ich es nicht gemacht. Aber ich habe schon sehr viele Dinge gegessen, die mir wirklich nicht besonders geschmeckt haben. Um ein gutes Beispiel zu geben. Also kennen Sie diese Rattanstühle, die aus so einer Liane gemacht werden? Also Rattan ist eine Palme und die Orang-Utans essen sowohl die Früchte wie auch das Mark von dieser Palme. Okay. Und das ist auch eine wichtige Frucht, weil wenn es im Tropenwald schwankt das Nahrungsangebot extrem. Und wenn es wenig zu essen gibt, dann ist das so ein Zurückfallessen, auf das man zurückgreift, wenn es sonst nichts gibt. Also die müssen lernen, diese total mit Dornen bewährte Palme irgendwie aufzumachen. Am Anfang sind sie auch noch nicht stark genug, dann helfen wir denen dabei. Und dieses Mark essen sie dann. Und das ist total bitter. Richtig. Aber ich habe Judith beobachtet bei der Vorbereitung zu dieser Sendung und zu dem Gespräch mit Ihnen. Und die ist, das sah man auch wie wir alle wirklich dahingeschmolzen, als sie diese Bilder gesehen haben. Deshalb würde mich schon interessieren, gibt es denn auch, sind die sehr unterschiedlich im Charakter? Diese, ja, total. Gibt es auch welche, die unabhängig jetzt von irgendwelchen Traumata, die sie erlebt die sie haben und die wir nicht nachvollziehen können, gibt es auch unsympathische Orang-Uta-Kinder? Ja, also ich würde schon, also es gibt welche, die mag ich lieber und welche, die mag ich weniger. Gibt es auch welche, die Sie mehr mögen ja, und weniger? Ja, ja. Und das kann sich auch ändern. Ja, ja. Also Menschenaffen sind meines Erachtens totale Sexisten. Oh. Und die haben immer so eine Tendenz, Männer irgendwie mehr zu respektieren, aber auch mehr zu fürchten. Und Orang-Utan-Weibchen können wirklich dezidiert andere, also Menschenfrauen nicht mehr um sich herum tolerieren, wenn die dann irgendwie in die Pubertät kommen und älter werden, dann finden die eigentlich, dass Frauen in ihrem Umfeld nicht nötig sind. Also sind die stutenbissig? Ja. Ja? Ja. Sehr lustig. Das finde ich sehr lustig, dass es für uns Menschen schon fast eine Überraschung ist, zu bemerken, dass wir selbst auch eine Biologie besitzen. Ja, die leuchtet einem dann immer wieder entgegen. Ja, es könnte sein, dass es sowas gibt nach Milliarden von Jahren. Also aber, die Ähnlichkeiten, die wir mit den Schimpansen haben, sind doch wesentlich größer. Also dieses Männerbündlerische und das Gesellige und so weiter. Ich habe früher mit Schimpansen gearbeitet und ja, die sind auch so lebhaft und weil sie sozial sind, auch so unheimlich expressiv. Ja, so ein Schimpanse, jeder Schimpanse ist eigentlich ein Schmierenkomödiant. Und die Orang-Utans sind halt dagegen immer so sehr würdevoll. Also ja, die sind schon sehr unterschiedlich, aber man spürt halt schon, also gerade eben, wenn es um Kindesentwicklung geht, da ist einfach sehr, sehr vieles vertraut. Ich würde gerne noch ein paar Bilder zeigen, weil sie so schön sind. Du hast es ja schon angesprochen, Giovanni. Wir sind da hingeschmolzen, alle in der Redaktion und ich im Besonderen, mit Tränen in den Augen. Ja, das sind aber auch alles kleine Kinder, ne? Ja, ja, man sieht es eben auch, wenn man das beobachtet, wie die Ähnlichkeiten sind und wie, ja, wie süß es einfach ist. Wie bringen Sie denn den Orang-Utans bei zu klettern? Denn diese Orang-Utans leben ja, was viele nicht wissen, auf Bäumen. Ne? Ja. Und schlafen dort auch, weil sie sich dort Nester bauen. Ja. Das müssen sie ja auch irgendwie lernen. Ja. Sind Sie dann oben auf dem Baum und zeigen denen das? Oder wie? Also die sind schon von sich aus interessiert am Klettern. Aber tatsächlich, es ist ja so ein kleiner Orang-Utan, also der bei seiner Mutter aufwächst, der verbringt die ersten 4, 5 Jahre immer so mehr oder weniger in armes Distanz von der Mutter. Die Mutter ist aber oben im Baum.
jetzt ziehen wir die auf und wir sind am Boden verhaftet. Ja? Was machen die kleinen Orang-Utan-Kinder? Weil sie wollen ja die Nähe und den Schutz von so einer Elternfigur. Sie kommen dann viel mehr auf den Boden runter. Mhm. Und das kann später, also wir bereiten ja die Orang-Utans auf die Wiederauswilderung vor. Die sollen ja, wenn sie in die Pubertät kommen, sollen die ja wieder freigelassen werden. Wenn die also sich angewöhnen, permanent auf dem Boden rumzulungern, ist das ganz schlecht. Also müssen wir die Menschen in die Bäume kriegen. Und da habe ich dann angefangen vor 2-3 Jahren. Ich hatte halt Angst, dass mir die Tierpfleger da aus diesen Bäumen purzeln. Und die sind ja recht hoch, also Tropenbäume. Und auch nicht jeder kann so gut klettern. Obwohl, da wird man dann halt auch besser. Und dann haben wir Unterricht genommen bei Baumchirurgen. Da gibt es in Amerika so eine Organisation, die machen, also stellen so Volontäre zusammen und dann geben die Unterricht darin, wie man sicher in Bäume klettert mit solchen Seilen und so einem Gurt, der einen dann daran hindert, da abzustürzen. Und haben Sie auch schon erlebt, wie die Orang-Utans dann versuchen, sich so einen Gurt umzubinden? Nee. Denn das war ja letztlich die Folge von dem, was Sie vorhin also erzählt haben. Also die fanden das zunächst, die kleinen Orang-Utans, mit denen mache ich das. Nur bei den Älteren habe ich ein bisschen Bammel, was die machen könnten. Wir mussten die eigentlich an dieses Zeugs gewöhnen. Und ich habe dann so den Orang-Utan, so einen kleinen Orang-Utan zum Beispiel mit dem Helm. Wir müssen da so Kletterhelme tragen. Da habe ich die mit den Helmen spielen lassen. Da haben sie sich natürlich auch aufgesetzt. Das sind immer diese Sachen. Das findet man so charmant. Aber natürlich, das geht dann schon an die Grenze. Ja? Wir wollen eben die Orang-Utans nicht vermenschlichen. Und ja, es ist ja auch schlecht, wenn sie auswildern wollen, wenn er dann sagt, nicht ohne meinen Helm. Genau, ne? Genau. Das, so ist es. Wann ist es denn soweit? Wann entscheiden Sie, jetzt hat der Orang-Utan von uns Menschen, die wir versuchen, möglichst affenähnlich zu agieren, so viel gelernt, dass dieser Orang-Utan alleine klarkommt? Also wir versuchen da tatsächlich harte Informationen zu bekommen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel aufschreiben, was die alles gegessen haben und das damit vergleichen, was gab's im Wald und was essen Orang-Utans normalerweise. Und wenn die wichtige Nahrungspflanzen nicht kennen, sind die noch nicht so weit. Wenn die ständig am Boden rumlungern und versuchen rauszukriegen, wo sind hier die nächsten Menschen, hat keinen Sinn. Aber unsere älteren Orang-Utans, also die sind 5, 6 und 8 Jahre alt jetzt. Da hat die 5-Jährige letztes Jahr gesagt, also ich muss eigentlich nicht bei der Dämmerung in den Schlafkäfig zurück. Ich könnte doch auch hier schlafen. Mhm. Und dann, oh Gottes Willen, die ist doch erst 5, kann die das überhaupt? Und die ersten Nächte haben dann die Tierpfleger unter dem Baum gezeltet. Und die haben gesagt, die ist dann morgens aus ihrem Nest gekommen, hat Hallo gesagt und ist wieder raufgestiegen, um zu essen. Und das war eine gute Entwicklung. Und jetzt sind die alle drei von den Älteren schlafen meistens im Wald. Und wir bewachen halt den Wald, dass da keine Menschen reingehen, die Orang-Utans versuchen zu stehlen oder sonst irgendeinen Unsinn anzustellen. Ich würde gerne unbedingt, ich will Sie gar nicht unterbrechen, Sie haben so viel zu erzählen, aber ich würde so gerne noch einen kleinen Ausschnitt zeigen. Und zwar hat der mit Ihnen eigentlich gar nichts zu tun. Über den sind wir vielleicht Anfang des Jahres im Internet gestolpert. Und zwar über das Bild dieser Frau, die, ich glaube, es war ein englischer Zoo, einfach Das ist in Wien. Ah ja, richtig, es war in Wien, genau. Dort hat sie angefangen, ihr Kind zu stillen, einfach weil es Hunger hatte. Und dann hat sich eine Orang-Utan-Dame zu ihr gesellt und es hat sich irgendwas ergeben zwischen diesen beiden. Was glauben Sie, hat der Orang-Utan gedacht in diesem Moment? Wahrscheinlich hat die gedacht, das ist doch ganz interessant, jetzt bringen die auch mal ihre Babys mit und ich kann mir die angucken und nicht immer nur umgedreht dazu. Also das sehen wir auch, dass die Orang-Utans, oder ich kenne das auch von anderen Affen, die erkennen, wie wir die Ähnlichkeit mit uns. Ja. Also Orang-Utans finden halt komisch, dass wir so komische Nasen haben oder auch, dass wir so Haare irgendwie mitten im Gesicht haben. Die Augenbrauen, ja. Das finden die halt seltsam. Aber die haben doch selber Haare im Gesicht. Ja, aber keine abgezeichneten Augenbrauen. Ja. Und, aber an diesem Stutzigwerden merkt man halt, dass sie eigentlich... Genau. Ne? Genau.
Das heißt ja auch, dass sie ein Bild von sich selber haben. Ne? Dass sie wissen müssen, wie sehe ich aus, um zu erkennen, ich sehe anders aus. Ja, die sind ja nicht doof. Allerletzte Frage, Sie sind auf Heimatbesuch gerade in Deutschland, weil wie gesagt, eigentlich leben Sie ja auf Borneo. Wie schwer fällt es Ihnen, dass Sie jetzt aufgrund von Corona gar nicht zurück können zu Ihren Schützlingen? Ja, also je länger das dauert, desto mehr zerre ich an meiner Leine und finde das wirklich auch nicht mehr korrekt. Also gerade, wir haben ja vorhin über die kleinen Orang-Utans, die man auch in dem Material sah, gesprochen, und die sind jetzt irgendwie 2,5, 3 Jahre alt. Da macht 4 Monate bin ich jetzt hier. Das ist lange im Alter von so einem Kleinen, und ich habe natürlich auch nicht so genaue Informationen, wie es jetzt wirklich weitergeht. Und also meine Funktion in dem Projekt ist schon sehr viel, einfach auch den Tierpflegern bei der Arbeit zuzusehen und einzugreifen, wenn da was besser laufen könnte. Und jetzt kriege ich halt irgendwelche WhatsApp-Filme, aber ich weiß nicht, was dahinter gelaufen ist. Ne? Und ja, also mir fehlt es natürlich auch. Ich mache es ja gern. Wir hoffen, dass Sie bald wieder dort sind. Ihren Schützlingen zuliebe und auch Ihnen zuliebe. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich entlasse Sie aber nicht aus diesem ersten Gespräch. Wir kommen auch auf Sie noch zurück. Ohne zu sagen, dass Sie für die gemeinnützige und unabhängige Tierschutzorganisation Vier Pfoten arbeiten. Haben wir vorhin schon mal gehört. Aber natürlich kann man auch spenden für diese Organisation. Und die Kontaktdaten findet man bei uns bei 3 nach 9 auf den Social-Media-Seiten. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Dr. Signe Preuschhoff.